Ja, Elisabeth Platotta, die Trainerin von Dominik Sidlacek, der jetzt gerade bei der Physiotherapie war. Ist das eine übliche Maßnahme mittendrin in einem Zehnkampf oder hat er ein Problem, das man nicht außer Acht lassen sollte? Er hat leichte Knieschmerzen nach dem Weitsprung, aber ist nichts Tragisches und er kann ganz normal weitermachen. Wie gut war der Wettkampf, den er bis jetzt gemacht hat? Abschließend jetzt die 2 Meter, die wir im Hochsprung gesehen haben. Also er macht einen sehr guten Wettkampf. Natürlich gibt es überall immer mehr Punkte, aber ich bin sehr zufrieden. Und wenn er jetzt noch eine 49er Zeit rennt, dann passt das für heute. Das ist das große Ziel für die 400. Mich zumindest. Ich hoffe ihn auch. Und eine gewisse Konstanz hat er aber hineingebracht in diesen ersten Tag. Das kann man sagen. Er hat vielleicht nicht überall die Bestleistungen aufgestellt, aber er war überall in dem Bereich. Ja, also Mehrkampf ist einfach kein Wunschkonzert und wenn man konstante Leistungen bringt, ist das schon mal hervorragend. Er ist jetzt 90 Punkte vorne. Schauen wir mal, was beim 400er noch geht und kann man eigentlich zufrieden sein. Schauen wir ihm zu und wünschen ihm alles Gute. Danke vielmals. Danke. Also in Kürze 400 Meter der Herren und gleich im ersten Lauf ist der junge Österreicher mit dabei. Bis gleich.